Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu They Are Billions. They Are Billions, ein ja bis jetzt ziemlich groß gehyptes Game auf Steam, seit dem 12. Dezember 2017 veröffentlicht in der Early Access. Ist ein Strategiespiel aus dem Hause Numentian Games und es dreht sich darum, seine Zivilisation vor riesigen Zombieherden zu beschützen. Echtzeitstrategie und ja, wir probieren es einfach mal aus. Ich werde mal Folgendes machen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Musik vielleicht ein kleines bisschen zu laut ist. Deswegen drehe ich das mal hier ein bisschen runter. Wir spielen aktuell in der Version 052.34 oder so ähnlich. Oh, warte mal, mein Mikrofon schlägt ganz schön derb aus. Das nehme ich mal ein bisschen runter. So, okay. Ist aktuell die letzte Steam-Version. Die ist vom, ich glaube sogar vom Januar. Ich habe jetzt nachgeschaut, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ja, wie gesagt, also ist gehypt auf Steam und ich dachte mir, naja, warum? Du kannst es ja auch mal probieren. Und kostet 22 Mark habe ich bezahlt. Ja, 22 Mark. Und naja, habe leider das Winter Sale verpasst. Da hat es nämlich, glaube ich, plus 15 oder so gekostet. Und naja, musst mal ein bisschen was drauflegen. Gut, ich habe vorhin schon mal kurz reingeschaut, um mich ein bisschen mit der Steuerung und so weiter vertraut zu machen. Wir fangen ein neues Spiel an und ich würde sagen, dass wir mal nicht so hart rangehen. Und wir nennen es Please write the name you wish to identify this survival game. Use different names in case you want to keep several survival games at the same time. Absurdistan. So. Okay. Map Type. The Dark Moorland gibt's jetzt aktuell. Der Rest ist noch gelockt. Es sind halt immer zufallsgeneriert oder prozedural aufgebaut. 100 Tage Challenge. Game Duration. Infection Population. Medium Population. Ich würde erstmal mit Low Population anfangen, damit wir ein bisschen ins Spiel reinkommen und uns halt ein bisschen, sage ich mal, darauf vorbereiten können. Das werde ich halt ein paar Folgen machen und dann werden wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen höher losgehen. Oder wollen wir Very Low, Just a Few Interface? Ich weiß es nicht. Wir fangen mal mit Low an. Das ist 25% Score Factor. The final score after finish the game is modified by this value. The harder to game settings, the higher the score factor. Okay. 75%. Was ist denn hier bei Dings? 30. Und das hört sich... Okay. Wir bleiben bei 75% und starten ins Spiel. Ich genehmige mir noch einen Kaffee. Aktuell das Spiel auf Englisch. Es sollen demnächst aber noch einige andere Sprachen dazukommen. Spanisch ist, glaube ich, schon implementiert. Deutsch noch nicht unterstützt. Soll wohl aber kommen. Leckerer Kaffee. So. So, ganz klassisch. Pfeiltasten wird halt quasi links und rechts bewegt. Mausrad rein und raus zoomen. Und man kann wirklich ziemlich gut nah ran. Das Ganze ist so im Steampunk-Setting, was mir halt besonders gut gefällt. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach den Natural Bordern, um halt ein bisschen zu gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Weil wir brauchen ja quasi ein bisschen, hier unten haben wir schon eine Zombie-Stadt oder was? What's up? Any infected around? Great. What do you want now? Hier unten. I hope you're not wasting my time. Warder, you can. Wir haben auf jeden Fall schon mal Wasser. Dann könnten wir uns quasi in diese Richtung ausbauen. Yeah. Yes. Roger that. Hier gibt's auch schon einige. Oh, hier ist schon was los. Ich lock sie natürlich jetzt an, das ist ganz klar. Hier haben wir Tiere. Okay. Also, ich finde, es ist... Naja,
Hier ist eine Zombie-Stadt. Es gibt jetzt nicht wirklich viele. Wir sind mitten im Land. Wir müssten uns theoretisch quasi komplett einmal drumherum absichern. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe gehofft, ich bekomme halt ein bisschen mehr von den natürlichen Barrieren. So, wie machen wir das? Wir werden jetzt hier... So, rum mal zwei. Die brauchen wir, um halt quasi Arbeiter zu generieren. Das sind halt quasi normale Zelte. Und als erstes brauchen wir Food. Was kriegt man denn hier raus? Food. Hier können wir es nicht hinbauen. Das ist natürlich auch wieder blöd. Warte mal, das ist eine Farm? Nee, Fisherman's. Okay, Fisherman's-Karten. Schade, wir müssen uns quasi erstmal erweitern, dass wir uns... Es gibt halt immer einen bestimmten Kreis, wo man bauen kann. Dann kümmern wir uns erstmal ein bisschen um Rohstoffe. Hier haben wir Rohstoffe, 10er. 10er passt. Muss aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verbauen dann. 10 Stück. 13. 24, weiß nicht, könnte man fast reinbauen. 10, Okay, ich mach's hier hin. Und ich werde noch eine Wut. Hier haben wir nochmal 11. Dann setzen wir den hier hin. So, was haben wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch Nahrung. Dann nehmen wir hier Hunter Cottage. 12 Nahrung für den Anfang ist schon mal gar nicht verkehrt. Nehmen wir 13, 14, 15. Können wir aber nicht hinbauen. Aber wir können es hier hinbauen. So. Und bald müssen wir halt quasi uns dann auch um ein paar mehr Soldaten kümmern, die wir ausbilden. Soldier Center bauen wir 8 Workers und 20 Steine. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dann noch später Stein abbauen. Das können wir, glaube ich, hier machen, soweit ich das weiß. Soweit habe ich noch gar nicht gespielt. So, Building completed. Attention. Building completed. Wichtig ist halt wirklich halt die Workers. Und man muss halt immer so ein bisschen gucken, dass man halt genug Essen und Nahrung, beziehungsweise Nahrung und Essen ist ja das gleiche. Warum kann ich jetzt ein bisschen mehr scrollen? Doch, jetzt geht's. So, 28 Kolonisten haben wir jetzt. 50 Holz. Und Nahrung. Oh. Choose your major. Das Spiel pausiert in der Zeit, wo wir quasi uns sozusagen einen Bürgermeister aussuchen müssen. Bonus. Great Ballista. Gold Reserves. Food Reserves plus 10. Most populations leaves the vaults empty and the contrary major gims fills them up. Was heißt plus 10? Heißt plus 10, dass wir das pro, sag ich mal, am Tag bekommen? Oder wäre ein bisschen viel, ne? Bonus, Trade, Ballista. Kann man wahrscheinlich später selber bauen. Deswegen nehme ich den. Okay, wir haben auf jeden Fall 10 Dings bekommen. Was ist das hier eigentlich? Warte mal, das hier ist... Achso, Workers. Workers 17. Oder? Wood Workshop. Soldier Center. Stein. Vier Stein. Geht's eigentlich auch höher? Das ist halt eine gute Frage. Sieht man das hier? Nee. Wir müssen uns dann auf jeden Fall nochmal erweitern. Man kann es halt nicht direkt drauf bauen, ne? Select Area and Clear Terrain. Wir können aber dann später hier
zweimal was hinbauen. Ach, hier blockieren wir uns schon wieder gegenseitig, oder was? Das ist natürlich doof. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mal das Terrain erweitern. Das geht mit diesen Tesla-Generatoren hier. Da würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall mal hier runter. Weil wir... Oder hier hoch. Ist ein bisschen dunkel, also sieht man schlecht, wie weit das jetzt reicht. Aber wir kommen auf jeden Fall bis zum Wasser, das ist gut. Das ist natürlich die Frage, wie viel produziert er jetzt hier? Also eine ganz genaue Strategie habe ich jetzt noch nicht. Ich baue jetzt erstmal ganz normal vor mich hin. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht werden wir jetzt auch einfach in den nächsten Minuten scheitern. 255 Gold ist eingelagert worden. Attention. Building completed. Nahrung ist hier. Food, 14 Fischerkotten. 13, 12... 12, 14, 12, 12, 16, 18. Da kommen schon die ersten Zombies. So, wo sind eigentlich meine restlichen? Da ist einer. Und der andere müsste auch irgendwo rumstehen. Da. Ach nee, das ist der Dings. Aber warte mal. 2, 3, wo ist denn? This better be good. Ach, hier unten, da rum steht. Okay, alles klar. Der kann ein bisschen aufpassen. Ist gut. Attention. Building completed. So, da brauchen wir Energy. Energy. So, Mill. Generates Energy. Okay. Aber wo bauen wir das hin, ne? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir, wenn ich das jetzt hier dran baue... quasi hier, dass ich dann hier das Dings blockiere. Weil es wird halt nichts angezeigt, so richtig. Deswegen stelle ich es erstmal hier hin. Die Windmühle, die generiert dann sozusagen Strom. Und Gold Cost. Cost of the Unit for Building Maintenance. Wie kriegen wir denn Geld? Kriegen wir Geld über die Kolonisten? Muss mal schauen. Ja, wir kriegen Geld über die Kolonisten scheinbar. Oder? 200 Amount of Gold. Nee, Quatsch. Ach so, das ist die Anzeige, was das kostet. Ah ja, ist ja Quatsch. Attention. Building completed. So, okay, gut. Attention. Building completed. Haben wir ein bisschen Strom? Hier kommen schon die ersten Zombies. Die sind halt noch vereinzelt. The colony is under attack. Colony is under attack. Aber wo? Ach, da oben. Wir müssen uns bald mal, sag ich mal, warum? Gut, ich glaube, das haben wir verloren. Weil wir können nichts mehr bauen. Oh nee, das gibt's doch nicht. Game lost. Okay, gut. hat genau eine Viertelstunde gedauert. Weniger als eine Viertelstunde. The colony has fallen. The colony has survived for 6 days. Game sets. Ja, Population 58. 9 gekillte Zombies. Ja, 5 tote Soldiers und 54 infizierte Soldaten. Final Score 67. Okay, back to Menü. Gut, okay, alles klar. Naja, ich sag mal so, das wäre erstmal für dies, reicht erstmal fürs Angezockt und wir werden einst einfach später dann quasi nochmal eine neue Map anschauen und vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück oder Chancen und
Ja, wie man sieht, es ist wahrscheinlich nicht allzu einfach. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, bis zum nächsten Mal und macht's gut und bleibt so schön. Ciao.